Herzlich willkommen bei einem weiteren Let's Play mit Nimax. Ich hatte euch ja versprochen, dass wir hier noch weitermachen. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich das Spiel wieder aufgenommen habe. Wir haben zwischendurch dieses Special gemacht. Ich wollte euch auf alle Fälle nochmal die Kreation von Tallguy zeigen, die er mir mal gezeigt hat. Das fand ich echt klasse. Wir wollten hier jetzt auf die KMO warten. Die könnte jetzt bald kommen und wir brauchen auf alle Fälle eine Achterbahn mit einer Regungsbewertung von mindestens 7. Die haben wir noch nicht und ich weiß jetzt auch nicht, ich habe leider nicht mehr im Kopf, was wir uns ausgesucht haben. Ich glaube, wir müssten noch relativ viel suchen. Entschuldigung, ich muss relativ viel Geld sparen, damit wir sie bauen können. Manchmal hängt es doch ein bisschen. Schauen wir mal, was wir hier noch haben. 18,5. Das ist aber ein Erregungsbewertung von 7,6. Und die ist groß. 19. Ja, das ist doch okay. Das wäre der Neptuns Knoten. Und das ist der. Genau, das ist dann die Gigabahn. Wir gucken nochmal uns andere Sachen an, denn wenn ich jetzt was günstigeres finde, wo der Erregungsbewertung so an die 7 ist, dann werden wir nachziehen. Selbst das hier hat eine Erregungsbewertung von 7,5 und ist 13 teuer. Das ist natürlich noch ein bisschen besser. Das ist natürlich gut. 13. Habe ich mich vertan? Ist das wirklich besser? Schauen wir nochmal. Ja, ja, genau. 18, das andere 13, sehr gut. Und es fehlen noch 10. Ja, wie machen wir das am gescheitesten? Wir können jetzt natürlich jetzt die Banken wieder benutzen dafür, dass wir wieder Geld bekommen. Mal schauen, was wir haben können. Wir können genau 13 haben. Das heißt also, wir werden hier wohl, vorausgesetzt, hindert nicht an unseren Zielen. Ne, das ist okay, das hindert nicht an unseren Zielen. 13 brauchen wir, das hätten wir jetzt theoretisch. Und ich würde jetzt nochmal gut ein bisschen was sparen. Ich hoffe, dass der Umsatz gut war. Schauen wir mal. Ja, gut. Hier habe ich einmal Glück, da habe ich irgendwas abgerissen. Ja, das ist 340. Das ist natürlich jetzt nicht Bombe, aber in diesem Park ist es relativ schwer, Gewinn zu machen. Also, ich glaube, ich habe auch schon erzählt, bitte, wenn ihr hier meint, ihr müsst hier vorne bauen, das ist Blödsinn in dieser Kampagne, wollte ich gerade sagen, in dieser Karriere, weil die müssen, und das sage ich euch, lasst die Bahn fahren. Die werden auch viel mit der Bahn kommen, natürlich laufen hier auch welche runter, aber dann lohnt sich die Bahn erst richtig und naja, habe ich das letzte Mal komplett falsch gemacht, deswegen habe ich auch ein bisschen länger gebraucht, bis ich Gewinn gemacht habe. Sogar ganz zu Anfang hatte ich sogar Verlust. Jetzt würde ich aber behaupten, wir haben hier noch 100. Den bräuchten wir dann jetzt zum Sparen. Ich mache mal schneller. Und wir haben jetzt 4. Jetzt übernehmen wir uns einfach mal. Die kommen am 30. Dann übernehmen wir uns mal, machen nochmal langsam. Und dann knallen wir uns die Bahn hierher. Und dann lotsen wir mal die KMO zu der Bahn. So. Das war der. Wie wird er ausgesprochen? Ich weiß es jetzt nicht. Aber das ist jetzt, genau, Erregungsbewertung 7,5. So, dann bauen wir mal. Keine Ahnung mehr, was das für eine Bahn ist. Gut. Ja. Wäre schön, wenn sie hier hinpassen würde. Dann könnte man sich ein bisschen Platz. Nee. Oh, guckt an. Es geht sogar. Dann gucken wir mal, ob ich den. Oh, cool. Aber ich kann den nicht leider. Ich hätte die gerne ein bisschen weiter unten. Ja, da war dann Fleck. Ja, der ist viel zu hoch. Na? Ist alles viel zu hoch. Ja, dann muss ich viel zu weit. Ah ja, gut. Da könnte ich auch noch hin. Also eigentlich ist das nicht schlecht, diese Position. Aber der Weg ist da doch im Weg. Der ist mir genau dran und das bedeutet im Endeffekt, ich komme nicht runter. Müsste ich, doch, ich könnte einen verzwirbelten Weg setzen.
Das ist, glaube ich, gar nicht verkehrt. Sie haben nicht genügend Geld, um diese. Ach, schön. Nee, habe ich nicht aufgepasst. Wir brauchen 13. Oh, ach Leute. Ich sollte erst das Geld aufnehmen und dann das machen. Okay. Nehmen wir die 10.000 auf, die wir hier machen, die wir hier nehmen können. Da wir das ja nicht für unsere Karriere brauchen, machen wir das halt eben ganz anders. Den haben wir uns ausgewählt, den nehmen wir dann auch. Und ja, es lädt wieder. Natürlich dauert das so ein bisschen. Wenn ihr ein bisschen pleatsch gewesen seid, wenn ihr ein bisschen schlau gewesen seid oder ein bisschen aufgepasst habt, ist, seht ihr auf alle Fälle, dass ich mit einem anderen Bilddiagonale spiele. Ich hoffe, dass ihr das auch gut sehen könnt. Das habe ich in einer Datei geändert. Das kann man selber reinnotieren. Ich guck mal, vielleicht linke ich das sogar mit. Dann habt ihr auch diesen Widescreen. So, ich wollte jetzt aber schnell mal immer schnell das. Jetzt gucken wir mal, wie wir das am besten gestalten. Wir müssen ja hier irgendwie runter. So. Ich darf da sogar durchbauen, das ist ja lustig. Ja, sicherlich habe ich nicht genug Knete, war mir aber fast schon klar, dass das passieren wird. Aber nicht so wild. Bin ich jetzt auf der Höhe von dem? Ich glaube schon. Das heißt, dass ich hier dann wieder zurück. Oder? Mach ich bin noch gewiefter hier hinten. Nein, das ist viel zu lang. Gut, mache ich das tatsächlich, wenn ich jetzt ein bisschen Geld wieder an die Backe kriege. Das war komisch. Was war denn das? Ist das der Dinosaurier hier hinten? So, WIP ist angekommen. Wie buchstabiert man das? Was buchstabiert man? Na gut. Vielleicht kriege ich das jetzt noch fertig, bevor sie kommt. Aber ich sehe eher schwarz. So, Leute, ich muss mal ganz kurz langsam machen. Zack. Denn. Also fahren tut sie. Jetzt will ich nochmal ganz kurz gucken, wie das mit dem Waggon aussieht. Kann man da auch so machen und so? Vielleicht noch ein weniger. Ich muss sie mal testlaufen lassen. Aber auf alle Fälle sehr ungünstig gebaut, aber das scheint wohl Luft zu sein. Wir fahren durch Stahlkonstruktion durch. Naja, ich will mich nicht beschweren. Mir ist es wichtig, dass es relativ nah an der Station da hinten ist. Der hier. Der Trail Station. Denn ich bin. Sieht echt gut aus. Ich bin der Meinung, wir könnten das tatsächlich so schaffen. Und das wollen wir jetzt auch noch schaffen. Ich hoffe bitte, dass es klappt. Natürlich ist keine Garantie. Nee. Ja, so. Ich darf noch nicht weiter runter. Ach, jetzt natürlich habe ich die letzte Moneten ausgegeben. Das war jetzt nicht der Plan. Okay, wo sind wir? Er zieht noch seine Runden. Ich will nur wissen, ob und wie er stoppt. Und wenn. Zack. Oh, der Booster ist viel zu hart. So. Ja, das passt schon. Das wird schon hinhauen. Gut, dann würde ich die mal öffnen. Und ich muss den Ausgang noch machen. Wir sind bei. Ach so. Wir müssen auf alle Fälle Höhennähe kommen, Leute. Unter 3,50 dürfte er damit ja nicht fahren. Geöffnet ist. Genau, korrekt. Und den Ausgang werden wir noch anlegen müssen, sonst kommen wir hier nicht weiter. Wieso habe ich nicht genug Geld? Bin ich so arm wie eine Kirchenmaus? Gut, das ist natürlich ein bisschen blöd. Dann wird die Namen. Die Naomi, genau. Fordere gerade eine Notabschaltung, sehr freundlich. So. Die Busse müssen zur Toilette. Sie sollten mir Toiletten aufstellen. Uak. Uak. Gut. Oh, bitte jetzt. Lass mich. Ich habe jetzt nicht nachgerechnet, aber ich hoffe, dass es das jetzt reicht. Okay, und ich kann nicht schnell mal so ein bisschen Kredit aufnehmen. Das geht nicht. Natürlich.
Also im Chat, wir haben ja alles ausgeschöpft. Wir pflegen. Gut, dann würde ich sagen, wir warten einfach. Also ich könnte auch so... Ich bin gerade am überlegen, wie ich am besten jetzt die Verbindung hierhin mache, weil hier ist nur ein, wie soll ich das sagen, ein leicht schräges Stück. Ach, hier habe ich ja auch, genau, da ist ja ein gerade und dann schräge schräge. Ja, okay, alles klar. Haben wir wieder ein bisschen Knete? Wie viel brauchen wir denn für einen so einen Teil? 52. Natürlich passt das nicht. So, ja, ja, ich weiß, ich habe nicht genug Geld. Gut, dann... Ist natürlich blöd. Ich denke, unser Prominenter ist wieder abgezwitschert. Ich kann jetzt auch schneller machen. Ich gucke nochmal, ob ich den... Ob wir den finden. Wo ist er denn? Ach, am besten ist es, wir gucken hier auf die Kamera. Oh, auf geht's. Natürlich, ist immer noch da. Das freut mich. Mir fehlt aber jetzt tatsächlich ein bisschen Knete, dass wir das auch hinkriegen. Können wir da nicht? Ich kann irgendwas abreißen. Ah, ja, könnte ich jetzt machen. Ich wollte eigentlich schnell durch. Warum geht das nicht immer schnell, wie das... Ja, Leute, ich reiß alles ab. Sorry. Reiß ich es denn jetzt ab? Ich brauche dringend Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Ach so, nee, ich darf ja nicht von anderen zitieren. So. Zähne. Das bringt alles noch nicht so viel. Die Sachen sehen eh nur, haben eh nur, glaube ich, so ein bisschen Look-Charakter. Deswegen reiße ich das jetzt ab. Natürlich mache ich mir gerade den schönen Parker damit kaputt. So, Naomi ist noch da. Ich hoffe, dass sie noch einen Augenblick bleiben wird. Da kommt sie. So. Offen ist sie. Aber warum ist sie nicht an? Irgendwas stimmt hier nicht. Ups. Da kommt keiner hin. Und da weiß ich noch nicht, warum. Vielleicht ist hier irgendwo ein Konstruktionsfehler drin. Ich verstehe das noch nicht ganz. Ja, die rennen alle dran vorbei. Als ob es diese Bahn noch nicht gibt. Da kann man wenigstens schon mal sehen. Hust. Habe ich nicht tatsächlich alles falsch rumgebaut? Oh, ja, Gott sei Dank. Also manchmal denke ich auch, machen wir jetzt mal Pause. Ich muss... Ja, ich muss gestehen, das war jetzt wirklich Müll, was ich da gemacht habe. Aber das sollte man schnell wieder ändern können. Das werde ich jetzt auch schnell ändern. Wieso? Hättet ihr mal sagen sollen, als ich es gebaut habe. Hey, Nimax, du... Schau nochmal, das ist alles nicht richtig, was du da machst. Na gut. Ist das doof, ey. So, zack, zack. Jetzt gerade. So. So, haben wir noch ein bisschen Knete? Ich hoffe. Wäre schade, wenn ich jetzt noch mehr abreißen müsste, nur weil ich zu blöd bin. Korrekte... So. Ist an. Fertig. Und los. Und die ist nicht beeindruckt. Vielleicht klappt es das nächste Mal. Natürlich haben wir es nicht geschafft. Ist der jetzt zu viel? Nee, gut. Ja, schön, dass du da unten bist. Wie kriege ich dich da raus? Gar nicht. Aber... Die kommt auch so gar nicht mehr raus. Nur, es tut mir das leid. War mit voller Absicht. Hust. Na komm, ich bin nett. Wir haben ein bisschen ausgezeichnet. Beste Angebot, das freut mich immer. Dann nehmen wir aber hier 12. Ich glaube, das bin ich alles mit 12 Euro.
habe es auf Euro umgestellt. Was ist das denn? Unterwassertunnel. Stahl. Sand. So. Tut mir leid. War nicht mit Absicht. Ich hab's heute. Ich wollte eigentlich ganz locker flockig den Weg hier bauen. Und was passiert? So. Bitteschön. Hab ich doch gern getan. Jeden Tag eine gute Tat. So. Und was ich versprochen habe, das werde ich jetzt mal machen mit euch. Wir warten so lange jetzt auf die Naomi. Wir werden jetzt einmal mit dieser Bahn fahren. Und das bitte langsam. Nee, nochmal raus. So. Die Zeit stimmt. Und dann werden wir... Ja. Na gut, jetzt latschen sie da erstmal rein. Ich hoffe, dass die frühzeitig losfährt. So. Ich wollte nicht die nehmen. Ich wollte die. Ja, hier leider ein bisschen unglücklich geraten. Da habe ich, genau, schreibe ich sogar. Da habe ich leider nicht genau drauf geachtet. Aber ich wollte halt eben möglichst nah an dem Weg und zu der Station, wie ich das von erzählt habe, rankommen. Weil sonst hat das alles keinen Sinn gerade. Das ist das. Ich muss halt die Naomi relativ. Ach so, nee. Die Naomi. Die Kamio musste so ein bisschen in die Nähe kommen von dem Ganzen. Umso schneller ist sie da, umso schneller sind wir fertig. Und ich wollte eigentlich schon anfangen mit der nächsten Folge. Das sagt man alles. Jetzt. Zu schnell, das ist Blödsinn. Da müsste ich mal dran arbeiten, weil der Booster, wo ist er? Der hier, der ist viel zu schnell eingestellt. Ich kann jetzt nicht dran arbeiten, aber das könnte ich das nächste Mal euch nochmal zeigen, wie man die Booster einstellt. Und das ist auch viel zu viel, also das sind ja alles Bremsbanken. Ich kann das glaube ich schon sehen. Nee, ich sehe das trotzdem nicht. Das ist schade. Man muss in Baumodus rein, um das richtig sehen zu können. Gut, somit haben wir hier eigentlich fast alles fertig. Wir warten, wie gesagt, nur noch auf die nette Dame. 700 haben wir erreicht, das ist sehr schön. Es ist auch nicht so schwer, muss ich sagen. Also man muss ein bisschen aufpassen, dass man Abfall unterbrochen ist, dass das nicht zu hoch ist. Und auch die Zuverlässigkeit, ausfallfreie Zeit. Da muss man schon drauf achten. Zufriedene Besucher, ja gut, plus 500, das geht nicht höher. Das ist klar, da ist das ist gut machbar. So, was haben wir hier noch? Selbst die Familienvorhebung umschalten brauchen wir nicht. Wir warten jetzt immer noch auf die Cameo. 17. Mai, also Mitte nächsten Monat. Dann lassen wir einfach mal so durchlaufen und wir gucken uns mal ein bisschen die Umgebung an. Im Special sind neue Sachen verbaut. Die haben wir ja, da habe ich ja ein paar Mods mit Tolgei runtergeladen und damit kann man wirklich gut arbeiten, ein bisschen detaillierter und schöner. Aber auch hier mit dem Standard-Package, müsst ihr euch angucken, sieht das echt gut aus. Ich betrachte das so selten so detailliert, muss man klar sagen. Normalerweise ist für mich das Wirtschaftliche im Vordergrund. Das muss profitabel sein und. Aber es macht natürlich auch was her, wenn man so ein schönes Ambiente baut. Man braucht ein bisschen mehr Zeit, man kann sich mehr Zeit lassen. So, natürlich sind zwei zur Notabschaltung. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob der auch unser Mitarbeiter, ob der auch maximal geskillt ist. Ist er. Super. Und unsere Reinigungskräfte auch. Da freue ich mich drauf. Dann wird er wohl jetzt hier die Sachen mal schnell reparieren. Gut. Spirale wurde repariert. Das andere war der Topspin. Wo war der denn? Achso, das ist der hier. Ja, das ist wohl das nächste, was er macht. Das ist schön. Wo bist du? Ich suche gerade unseren Jungen. Oder ist er da?
Der muss doch hier sein, der hat doch gerade repariert. Immer noch kaputt, sollte sie. Ja, ich weiß, aber wo ist er denn hin? Huhu. Oder hat sich das von alleine repariert? Oder macht er jetzt Kaffeepause da? Verstehe ich nicht. Wenn der jetzt eben gerade hier war zum Reparieren. Oder hat zwischendurch was anderes gemacht? Nee, ist egal. Ich zahle nochmal vollständigkeitshalber ein bisschen Kredit zurück. Ich bin ja ein guter Kreditnehmer. 8000 haben wir noch. Gut. Und ich muss den Weg noch einstellen von der Prominenten. Denn sie soll ja natürlich mit dem... Gut. Ich will nur, dass sie damit fährt. So, und wo ist sie? Lululululu, sie latscht einmal hier runter. Mit der Bahn wäre es einfacher gewesen, sage ich dir. Aber... Wo ist sie? Da ist sie. Passt. Darf sie jetzt freuen. Gut, jetzt will ich mal ganz gucken. Ich bin nochmal gewählt, euch zu zeigen. Hier steht ja eine Erregungsbewertung von 7,69. Das ist sehr hoch. Intensitätsbewertung 8,1. Natürlich hart. Aber ich wollte euch noch was zeigen. Merken wir uns 7,69. Und jetzt gehen wir nochmal zurück. Und gucken mal die Standardwerte an. Da steht nämlich 7,54. Das ist ja komisch, warum das so ist. Ja, ich habe das schon ein paar Mal erklärt und ich werde es nochmal erklären. Alles, was hier rum in der Bahn ist, ob es Effekte, also bewegende Ereignisse sind in der Bahn oder irgendwelche schönen Wellen und wie soll ich das sagen? Verschönerungen. Oder Bäume oder sonst was da sind, die sind ausschlaggebend dafür, wie viel Erregungsbewertung das bekommt. Umso hübscher, umso besser ausgearbeitet, umso besser. Deswegen konnte man nämlich auch gut, die sind fertig, kann man auch nachher eine Karriere, die hoffentlich bald kommt, da ist es mir so, dass man den vorgegebenen Wert so gar nicht bekommen kann. Erstmal. Ich denke, dafür muss man viel mehr feilen und das dafür, dass die vierte Knete. Ich wechsle mal mit euch. Ich werde hier mal raus. Genau. Also wir haben das jetzt ja fertig. Wir sind jetzt Tyken. Genau. Und würden den nächsten nehmen. Das ist Nacht der Schrecken. Vergessen Sie die Geisterhäuser und kostümierten Darsteller. Billige Tricks erschrecken die Jugend von heute nicht mehr. Sie müssen da schon etwas bieten, das ihnen einen Grund zum Schreien gibt. Wie zum Beispiel Achterbahnen, die selbst einem Werwolf die Haare zum Berge stehen lassen würden. Das werden wir wohl mal versuchen. Neues Spiel starten. Auf jeden Fall. Ja, das wollen wir starten. Gut, dann werden wir hier schon weitermachen. Und dann irgendwann abbrechen und dann werde ich einfach euch so ein bisschen mit hin und her führen. Eigentlich ist mein Ziel, muss ich klar sagen, immer eine Folge für ein... immer eine Karriere, eine Folge. Aber das kann ich leider irgendwann nicht mehr machen, weil sie halt eben viel länger dauern. Und ich will keine 15 Minuten oder 20 Minuten Teile machen. Eigentlich wollte ich mir gerne, dass ihr mir eine halbe Stunde zugucken könnt, wie ich das mache. Aber da muss ich mir jetzt nochmal eine Lösung aussuchen. Ich denke... Das werde ich das nächste Mal denken. Ich mache hier schon Feierabend. Wir machen das tatsächlich so. Eine Karriere, ein Video oder zwei Videos. Bis dahin erstmal. Wünsche alles Gute. Bis dahin. Servus, euer Nimex.